Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar möchte ich mit euch heute diese Karte zusammenbasteln. Und wie ich das gemacht habe und was ich verwendet habe, zeige ich euch jetzt im Anschluss. Viel Spaß! So, und zwar habe ich schon mal hier die Pinguine von Lawnform benutzt. So heißt das. Die habe ich schon mal gestempelt und koloriert. Hier die. Dann habe ich aus diesem Häuserstempel von Lawnform. Das ist das. Winter Village. Da habe ich mir schon mal auch ein paar Häuser ausgeschnitten und koloriert. Koloriert habe ich mit den Copics. Genau, das möchte ich schon mal verwenden. Und dann habe ich mir diesmal es einfacher gemacht und habe aus dem Papier hier das hellblaue genommen und habe das schon einmal gestanzt mit dieser Windy, Stitched Windy Stanze hier. Genau, das sieht dann so aus. Das habe ich jetzt noch ein bisschen mit dem Stardust Glitzerspray besprüht. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man das, doch, da sieht man so ein bisschen. Genau, und dann habe ich mir noch das hier ausgestanzt, diese Schneelandschaft. Das ist aus diesem Set. Das habe ich auch schon lange, da habe ich die Verpackung nicht mehr. Und das ist auch von einem Lawnform Set. Genau, das habe ich mir schon mal zurecht ausgestanzt. Dann habe ich mir einfach hier so ein lilanes Stück Cardstock rausgesucht, weil ich fand, das passt hier ganz gut zu. Und dann habe ich mir noch ein paar Bäume ausgestanzt. Einfach aus weißem Papier und zwar mit der Stanze. Genau. Ja, und dann würde ich sagen, können wir loslegen. So, als erstes nehme ich mir hier meinen lilanen Cardstock und klebe mir da den Hintergrund auf. Das mache ich mit doppelseitigem Klebeband, ziehe mir die Schutzfolie ab und klebe hier den ich vorher embossed habe oder gestanzt habe, einmal mittig drauf. So, jetzt nehme ich mir die ausgestanzten Bäume zur Hand und ordne mir die einfach einmal lose auf der Karte an, lege mir die einmal auf und halt lege mir dann die Schneelandschaft einmal da drüber und gucke jetzt, wie das am besten aussieht. Hierfür versuche ich die Bäume nicht alle auf einer Höhe zu machen, sondern die einen halt ein bisschen höher, die anderen ein bisschen niedriger, sodass halt die Äste auch nicht alle auf der gleichen Höhe sind. Genau, dann nehme ich mir meine Stempelabdrücke noch zurecht. Das war alles ein bisschen schwierig, weil die Bäume immer wieder verrutscht sind. Deswegen war das echt ein bisschen blöd, aber ich markiere mir jetzt einfach einmal mit Bleistift, wo ich die Bäume ein bisschen abschneiden muss, weil die sollen ja nicht oben und unten über die Karte schauen. Und dann weiß ich nämlich später, wie ich die halt aufkleben muss. Und klebe mir die jetzt schon mal direkt fest. Dann verrutschen die nicht mehr. Genau, dafür nehme ich jetzt den Glossy Accents, weil der eine schöne feine Spitze hat. Und die Bäume halt relativ dünn sind, sodass halt einfach nicht so viel Kleber nebenher noch hinterher wieder da rauskommt. So, die klebe ich mir jetzt einmal an, drücke die einmal gut an. Jetzt sind die linken schon mal fest, dann stören die mich nämlich nicht mehr. Bei den rechten markiere ich mir das jetzt auch einmal eben, schneide mir das einfach ab, klebe mir die auch direkt an. Der ganz rechte, das ist ein etwas breiterer und ich glaube die anderen vier, die habe ich mit der gleichen, also mit der schmalsten Stanze von dem Dreier-Set ausgestanzt. Genau. So, jetzt sind die einmal schon mal fest. Jetzt lege ich mir noch einmal diese Schneelandschaft da drüber und ordne mir einmal die Stempelabdrücke an. Und zwar habe ich mir auch noch die Häuser genommen, die hatte ich schon koloriert. Die sollen so ein bisschen in den Hintergrund. Und ich fand, dass die Pinguine da ziemlich gut so passen, wenn die halt im Vordergrund sozusagen Musik machen. Und jetzt mache ich mir mit Bleistift eine Markierung, wo ich die Häuser, auf welche Höhe ich die klebe. Das sieht man ja später dahinter nicht. Jetzt klebe ich mir die einmal auf. Ja, ich lege mir immer die Stanze, also die weiße Schneelandschaft noch einmal drüber.
damit mir das eben nicht passiert, dass ich die irgendwie halt hinterher falsch aufklebe, sondern ich lege das wirklich immer ein paar Mal so hin und her, wie mir das halt gut gefällt. Also ich plane sozusagen, bevor ich das aufklebe, einmal so die ganze Karte durch. Und jetzt überlege ich mir nämlich gerade noch, welchen Spruch ich davon nehme, weil die ja so ein bisschen geschwungen sind, was da halt ganz gut zu passt und wo ich den hinstempel, bevor ich das, wie gesagt, aufklebe. So, jetzt klebe ich mir als erstes einmal den Hintergrund hier auf. Dafür habe ich 3D-Klebeband genommen, dass das halt so ein bisschen hervorgehoben ist, diese Schneelandschaft. Erst drücke ich das unten fest, dann oben und dann, ja, dann ziehe ich mir das so ein bisschen zurecht. So, dann klebt das schon mal. Jetzt ordne ich mir wieder die Stempelabdrücke einmal an. Und zwar möchte ich da das lilane Haus, ja, so dahinter kleben. Das kommt ganz links in die Ecke. Einmal gut andrücken. Dann der obere Pinguin, den klebe ich auch mit 3D-Klebeband auf, dass der halt auf der gleichen Höhe ist wie die Schneelandschaft. Der obere bekommt dann noch die Glocke in die Hand. Und ja, jetzt fehlen noch die unteren Pinguine. Und jetzt habe ich mich immer noch nicht so ganz für den Spruch entschieden, deswegen nehme ich mir jetzt nochmal das Stempelset. Und zwar soll nämlich oben in den Himmel im Prinzip noch ein Spruch rein. Und guck halt, was am besten ja zwischen die Bäume passt, sodass das halt nicht darüber gestempelt wird. Dafür nehme ich jetzt Hope Your Christmas. Das passte genau dazwischen. Stempel mir das einmal ja mit Schwarz da drauf. Dafür nehme ich wieder mein Wörserfein-Stempelkissen. Und darunter stempel ich mir noch den Spruch Jingle Bell Walks. Also Hope Your Christmas Jingle Bell Walks. Und dann nehme ich mir hier noch diese Notenstempel und schaue gerade einmal, wo ich den hinmache. Färbe mir den auch schwarz ein. Das ist einmal halt diese Notensprechblase. Und dann gibt es in dem Stempelset noch einzelne Noten. Die verteile ich gleich noch, aber jetzt kommt erst noch das Falala. Das stempel ich einmal über die Pinguine und dann verziere ich die Karte noch, wie gesagt, mit den einzelnen Noten. Die stempel ich überall einfach so kreuz und quer einmal dahin. Da gibt es nämlich einmal diese Zweifachnote und noch eine komplett einzelne. Und die verteile ich jetzt einmal, ja, querbeet über die Karte. Und das fand ich nämlich, das passte einfach super zu den Pinguinen. Jetzt nehme ich mir noch ein Stickles, und zwar diesen Frosty, habe ich euch ja gerade gezeigt, dass die Schneelandschaft auf den Häusern noch so ein bisschen, ja, eisiger aussieht. Das verziehe ich mir jetzt noch einmal und dann ist die Karte fertig. Ich zeige sie euch jetzt einmal von nahem. Die Pinguine, die habe ich einfach, ja, die habe ich glaube ich noch aufgeklebt, ohne euch das zu zeigen gerade. Aber ich hatte die ja schon angeordnet. Die habe ich auch noch mit 3D-Klebeband aufgeklebt. So. Ja, dann hoffe ich, dass euch die Karte gefällt. Mir gefällt sie echt gut. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!